Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator 2013 Megaprojekt mit Dr. X, Wotan, 03 Dennis, H07, Niklas, Wendy und Tino. Ja, hi Leute, grüß dich. Hallo. Hallo. Moin. Moin. Ja. Hallo. Ja, wir haben schon wieder zwei Gäste dabei, also die sind so ein bisschen in der Aufzählung gerade so vielleicht ein bisschen untergegangen, der Niklas und der Wotan. Die sind zu Besuch. Ja. Zuschauer, ja, zwei Gäste. Ihr. Wir haben noch einen Gast. Den Rock Talks. Ich bin auch dabei, wir haben noch einen Gast. Inventar. Ja, Hallöchen, Popöchen. Ja, der Erik, der lässt sich einfach nicht vertreiben. Der war ja bei der letzten Runde schon dabei und der hat es hier so gut, der hat es hier so genossen. Dass kann mal jemand in den Drescher, in den anderen Drescher switchen und da mal los. Ach gut, du bist schon da. Gut, schön. Ja, gut, okay, was mache ich jetzt außer dummes Gesicht? Danke, wir das müssen reicht. Das eine Feld leider noch jetzt fix hier zu Ende dreschen, dann können wir ja die Zeit hochnehmen. Okay. Aber es kann, Feld 21 kann komplett gegrubbert und neu angesät werden. Ja, dann okay. Bin ich weil da ist ja grubber? Dieser Mischmasch drauf. Und wie schnell fährst du? Genau 10. 10? Ja, 10. Willst du es durchziehen? Ja, guck mal, wie lang die Bahnen sind. Das ist hier, wieso, in 20 Sekunden durch. Das glaube ich nicht, Tim. Danke, Rockdogs. Wenn mir jetzt einer sagt, wo der Gruppe ist, dann schnapp ich mir den und dann mache ich das Feld schnell. Müsste alles am Hof stehen. Ja. Müsste am Hof stehen. Und zwar ja, in dem gesehen. Kleinen Holzunterstand hier. Was wollen wir? Feld 21 soll alles untergegrubbert werden? Feld 21 müssen wir einmal untergrubbern, weil da ist Hälfte Rüben und Hälfte ist Weiß. Und man nicht ja, ist doch okay, sein, ist doch ja, aber so. Es ist halt streifenweise. Es ist nicht so, dass die eine Hälfte und die andere Hälfte ja, das ist doch immer streifen. Beim Ernten. Ich habe mir das sogar bei euch in der Aufnahme nochmal angeguckt. Wer hat das eigentlich angesät? Wendy. Das hat mir schon Wendy angesät und einer von uns hatte leider zwei Betrunkene. Ja, Tino, du hattest Mais, das habe ich im Video gesehen. Wow, ja, hast du oh, guten Tag. 360. Ups, ich habe was vergessen. Oder du musst doch nochmal alleine anfangen da. Fahr mal in die Richtung, in die ich jetzt fahren wollte, weil ich habe Frontgewicht vergessen. Ich gehe leider, beziehungsweise ich habe eigentlich das falsche Gerät hier. Nee, der ist zu leicht für den. Was ich der geht vorne hoch. Die keine Kurven. So. Aber wenn du Unfall baust, bitte sagen. Aber doch. Cash, bam. Diese Sache mit dem Fahren, die hattest du generell noch nicht so wirklich drauf. Wieso? So in der letzten Folge, die ich so geguckt habe, so Unfall bei Fahren. Weil ich mit diesem super getunten Truck gefahren bin. Das Ding ist jetzt dran. Ja, der fährt ja fast mit Überlichtgeschwindigkeit und so. Da komme ich noch nicht so ganz mit klar. Und jetzt noch einmal bitte kurz für blöde, welches Feld musste gegrubbert werden? 21. Unten an der BGR ist das. Eine Frage habe ich mal ganz kurz. Und zwar Niklas und Wotan sind ja dabei. Der erste Part, der dreht sich ja erstmal generell nur um euch. Eigentlich dreht sich ja die nächsten Parts, in denen ihr dabei seid, nur um euch. Aber der erste ganz besonders. Deswegen mal ganz kurz, erzählt doch einfach mal, was... Vielleicht, wo ihr herkommt, wenn ihr Lust habt, wie alt ihr seid, ob ihr einen YouTube-Kanal habt. Und ja, einfach mal so eine Kleinigkeit, nur so ein Schwank. Schwank aus der Jugend. Soll ich anfangen? Wollte ich gerade sagen. Würde ich sagen, dann lass mal den Jüngeren anfangen. Okay, ich heiße Niklas, Nachnamen sage ich natürlich nicht, und bin 16 Jahre alt. Komme aus der Nähe, aus Friesland, also nicht direkt da drin, sondern... Oh, moin! Daneben, ja, moin. Moin. Und ja, schade, dass der Heini nicht da ist heute. Ja. Ich habe auch einen YouTube-Kanal, Niklas Plays, und ja. Okay, wie lange hast du deinen Kanal schon? Etwas länger, bloß jetzt, also will ich wieder aktiver werden, weil, ja. Routine auch 360. Ah ja, ja, nee, war nur 180. Aber ja. Ich muss mal ganz kurz aus dem Drescher raus, bei mir hat es gerade geklopft, ich muss mal ganz schnell die Tür aufmachen, bin gleich wieder da. Ah ja, Tino muss in die Badewanne. So was ist mit Facecam genial. Ja, also ich mach gerade das, was ich am besten kann, nämlich den Orientierungssinn einer Frau raushängen lassen, also wie in einem Bockwurst. Ja, dann guck doch mal, wo ich bin hier. Bist du das, der hinten rumkrusen ist? Okay. Ja, genau. Also, dieses Feld, das muss gegrubbert werden und neu angesehen werden. Ja, dann bin ich doch glatt auf dem Weg zu dir, Doc. Ja. Kannst du auf der rechten Seite anfangen, ich fange hier an auf der linken Seite an.
Sorry, bin wieder da. Ja, dann würde ich sagen, aber... Wie, sollst du heute früher eine Badewanne gehen? Nee, Freundin oder? Hat einen falschen Schlüssel, war gerade mit dem Hund draußen, hat einen falschen Schlüssel eingesteckt und ja. Ach, das ist ja... Hat jetzt am Fenster geklopft und gefragt, ob sie rein darf. Hat jetzt am Fenster geklopft und gefragt, ob sie rein darf. Ich habe erstmal ich habe es erstmal verneint, ist ganz klar. Aber hast du sie in eine Hundehütte gesperrt, oder? Was ja, und die ist dann durchs Fenster reingeklettert. Das sind warum dann so kann die ich Kommentare, die, wo ich sage, du hast es irgendwie verdient. Ja. Vielleicht will ich es ja auch. Dominating! So. Ach, mit V muss man den. Oh Gottes Willen, der muss auch noch. Ach, schau, 16%. Okay. Dieses Schweineteil. Glaube ich, mache erstmal so, die PS. Jetzt hab ich natürlich alles verpasst, aber naja, ist auch nicht so dramatisch. Nö, du hast nichts. Nee, ich hab nicht viel weit erzählt. Okay. Das war's eigentlich schon. Aber ich glaube, Tino, du wolltest ihm bestimmt auch noch die Frage stellen, was er macht, was, oder? Was machst du denn auf deinem Kanal noch so, Niklas? Danke, Doc. Noch Minecraft jetzt hauptsächlich noch und ich will jetzt auch mit Simulatoren anfangen und ja. Was für Minecraft? Oh, Entschuldigung. Also Simulatoren wollte ich Launcher-Simulator und ja. Und Minecraft spiel ich halt das Original so. Also Vanilla. Vanilla Mods irgendwie dabei, wenigstens irgendwie was Cooles oder? Okay. Also Minecraft Vanilla baust du ein bisschen dein Häuslein und erkundest ihn. Ja, viel mehr. Ja, gut. Ja. Ja, trotzdem kann man ja nun, sagen ja viele von wegen Minecraft, macht ja jeder Dödel und so weiter und so fort, ist ja überall das gleiche, hast du einen gesehen, hast du alle gesehen. Jeder macht es irgendwie ein bisschen anders, finde ich. Deshalb finde ich es eigentlich doch irgendwas interessant. Zumindest mal reinzugucken und so, ne? War das jetzt eine Anspielung auf mich, Doc? Nö. Warum? Was machst du? Weil ich Doc einen Kommentar hinterlassen hatte zum Thema Minecraft. Ach so, ja, stimmt, genau, das hattest du letztens gerade bei mir, weiß ich, gestern oder sowas hattest du das, ja. Irgendwie gepostet bei mir. Ja, nee, so ist, aber, ist aber wirklich so, ist aber auch meine Überzeugung. Ist tatsächlich so. Jeder macht es ein bisschen anders. Ja. Klar, der Anfang ist überall gleich, gehst du mit der Faust auf den Baum los und so, ne? Aber, oder mit der Faust auf die Kuh. Oder das, oder auf Schaf. Oder gleich beides. Ja, kann man alle auch drei machen. Beide. Apropos Kühe und Schafe, wer kümmert sich jetzt eigentlich mal um das Viehzeug? Niemand. Ich habe keinen Stiefel, Doc. Nein, das meine ich jetzt nicht. Ich kann nicht zu den Schafen gehen. Das meine ich jetzt nicht. Nein, aber die brauchen ja auch ein bisschen Futter und so, ne? Sobald ich fertig gedenkt habe, machst du das gleich. Ich habe noch ein paar aus den guten alten Zeiten noch. Aber ich glaube, wir brauchen als einziges noch Mischfutter. Und Mischfutter haben wir momentan nicht, weil wir keine Silage in die... Ich denke, Silage ist noch drin, oder nicht? Silage habe ich so gefüttert mit. Ich habe auch ein bisschen Silage schon in die Muschmaschine reingetan. Na, die steht auf grün, das dürfte also passen. Na gut, müsste anmischen, ja. Dann müsste halt nur mal einer runterfahren und. Ja, wie gesagt, wenn ich mit dem fertig bin, machst du das leer. Alles klar, wunderbar. Mit dem Joker komme ich noch nicht so ganz klar. Da muss ich noch ein bisschen üben. Ja, der ist auch ein bisschen breiter als das Standardmodell. Und Botan oder Niklas, eine ganz kurze Frage hätte ich noch. So, aus welchem Bundesland kommst du? Niedersachsen. Ach so, nee, du hast ja. Ach so, hast ja schon gesagt, Entschuldigung. Und Botan, wie sieht's bei dir aus? Hast du jetzt schon gesagt, wo ich weg war oder? Nee. Ich hab dann stell du dich doch mal kurz Jugend vor. Erstmal sprechen lassen. So. Also ich bin Botan, bin 34 Jahre jung oder alt, wie auch immer. Und bist nicht verwandt oder verschwägert mit dem ollen germanischen Gott, ne? Doch, eigentlich schon. Also irgendwie so Großvater väterlicherseits oder sowas war das. Ach so, okay. aber tatsächlich war dieser germanische Gott tatsächlich der Namensgeber für mich. Okay. Ja, warum nicht? Ja, ich habe auch natürlich einen YouTube-Kanal, mache auch dementsprechend Let's Plays und in erster Linie Simulatoren und Adventures im Moment. Mhm. Was machst du für Simulatoren? Im Moment tatsächlich ein Multiplayer-Projekt mit ein paar Leuten aus meinem Clan, auch im LS-Bereich. Mhm. Und wir spielen auf der Rotal-Map, was auch eigentlich relativ... Aber wir versuchen es eigentlich nicht so auf Realismus, sondern mehr auf lustige Art und Weise rüberzubringen. Okay, also mehr so RockTok-Style, ja. RockTok-Steuerungeheuer. So extrem dann auch wieder nicht. Ja, der hat noch ganz bisschen RockTok, die blöde Sau. Ja, Fabian, grüß dich. Auch du, herzlich willkommen. Ach, die ganzen Promis wieder, ey, überall müssen sie reindrängen, die Arschlöcher. Ja, alle direkt in den Titel schreiben. Mit in die Kanalvorstellung, ey. Also so weit aber auch. Ja.
Rocktox, am besten jetzt noch irgendwie einen Ausschnitt von Gronkh mit reinnehmen, dann können wir den auch noch mit dem Titel. Ja, den hatten wir doch schon. Hallöchen, ja, hat doch mit begrüßt hier. Kuhle, so. Lalala. Kuhle, tralala. Juhu. Das können wir doch jeden Fall in den Titel schreiben. Ja, okay. Ja, okay. Wie lange bist du, eine Frage noch, wie lange bist du jetzt schon auf YouTube aktiv? Uns hat es vorhin schon mal erzählt, aber vielleicht für die Zuschauer noch ganz interessant. Den Kanal gibt es seit ungefähr 2 Jahren. Ich hatte auch einiges hochgeladen, musste dann aber beim erneuten Überprüfen meines Kanals mal feststellen, dass ich sehr viele Sachen drin hatte, die ich nicht drin haben wollte, so verbale Ausrutscher und so. Und hab ach so, dann, von dir selber jetzt? Ja, ja, natürlich, natürlich. Ach so, okay, ja. Das habe ich vorhin falsch verstanden. Na gut. Nee, das war... Siehst du nicht auch eigentlich, dass da irgendwie bescheuerte Kommentare drunter standen? Das hatte ich so verstanden. Nein, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Ich würde meine Community so niemals einen Riegel vorschieben. Nein, es war wirklich... ich habe mir dann mal so ein Video von Kommentario angeguckt, so von wegen, wie mache ich bessere Let's Plays und so. Und da kam mir der Tipp ganz gut vor, von wegen, guck dir deine Videos an. Und sag dir selbst, wenn du denk mal 20 Jahre weiter und würdest du deinen Enkeln von deinem Kanal erzählen wollen. Da habe ich mir die Videos nochmal angeguckt und gesagt, nein, um Himmels Willen, das will ich nicht. Okay. Und habe dann alles bis auf ein paar Folgen von League of Legends, von meinem Clan, habe ich dann rausgelöscht und habe vor 3 Monaten neu angefangen wieder. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mit LOL könntest du wirklich was reißen. Jetzt vielleicht gar nicht so unbedingt auf YouTube, aber wenn du Livestreams machst. Also wenn ich mir das so angucke auf Twitch, die Top-Livestreams, ja, also echt oben, LOL, Dota, das ist ganz oben hier. Ja, das ist soweit richtig. Ich habe das mit Twitch auch gemacht. Also ich werde das auch wieder anfangen irgendwann. Nur man muss es leider so sagen, wie es halt in Wirklichkeit ist, wie es auch überall ist. Ganz oben bei den Views sind meistens A, die Diamantspieler, B, die wunderschönen Frauen mit den tiefen Ausschnitten. Ja. Was? Okay. Ehrlich jetzt bei dir? Ja. Ja, natürlich, klar, die Boobcam, also Facecam kannst du total vergessen. Ich bin auch am überlegen, ob ich dir die Cam wieder zurückschicke, weil mit Boobcam kann ich nicht dienen. Warum? Kannst du ja mal ausprobieren. Nee, also meine Titten sind noch ein bisschen zu klein dafür. Na dann hau rein. Also ganz ehrlich, dann gleich erstmal nach McDonald's. Da reicht ein einfaches A-Körbchen. Das ist zu klein. Also das ist, ich habe hier Waschbrettbauch und so und durchtrainiert. Wie war das? Ende. Waschbär oder Waschbrett? Steht mir nicht. Ah ja, Waschbärbauch, genau, da habe ich eben falsch. Ja. Aber Waschbrettbauch hatte ich auch mal, stand mir nicht, deswegen. Ja, na gut. So, wie sieht's in der Zeit aus, bevor man jetzt noch irgendwie... Ja, wird. Ah, okay. Eine Frage, Wotan, du bist ja schon ein bisschen älter, 34. Ja. Hast du Kinder? Nein. Keine Kinder. Vor diesem Fluch bin ich Gott sei Dank bisher verschwunden. Oh, das hätte ich jetzt nicht gesagt. Wobei bei mir ist ja kein Problem, bei mir ist es die Zuschauerrate der um die 40-Jährigen eh bei 70%, da kannst du das erlauben. Aber ansonsten bei den anderen? Ja, auch nur. Die meisten ja noch Kinder. Ich sag mir im Endeffekt, wenn ich nicht mehr ich selbst sein darf, dann sollte ich es mit YouTube vielleicht direkt von alleine lassen. Ja, das ist ich habe eine Einstellung zum Thema Kinder, die ist nun mal einfach unumstößlich. Ach ja, Kinder sind ja ganz schön, bloß in einem gewissen Alter sind sie einfach unerträglich. Wie hat es mein Bruder so schön formuliert? Kinder sind was Schönes, wenn man sie abends wieder abgeben kann. Ja, genau, das ist eine ganz treffende Anmerkung. Ja. Eine Frage, das Raps ins Lager, also... Alles ins Lager, was alles einfach. Ins Lager, genau, ja. Wobei andererseits, wenn man so die... 5 bis 10-Jährigen, wobei 10 vielleicht schon wieder langsam geht, aber gerade so momentan bei den Bauern, wo ich ab und zu bin, der hat einen 7-jährigen Sohn und naja. Also ich finde so die Hosenscheißer finde ich ganz schlimm. Also wenn sie dann stubenrein werden langsam, dann ist wunderbar. Also mit anderen Worten, wenn sie aus den Windeln raus sind und auch nicht mehr ins Wohnzimmer kacken, das ist dann wunderbar. So bis zu Anfang der Pubertät. Während der Pubertät kannst du alle in die Tonne treten. Das stimmt. Und ins Gesicht kannst du ihnen auch treten und so. Wunderbar, tolle Aktion, prima Freizeitbeschäftigung. Ich habe die Erfahrung gemacht als elffacher Onkel, dass sie, wenn sie aus den Winden rauskommen, noch schlimmer sind erstmal. Wenn sie laufen können. Richtig, weil dann bist du die ganze Zeit hinter denen her, wie Karl Lewis. Ja, das ist so, gut, das du? Ist wahr, das ist wahr. Caillou. Okay. Ganz interessant, muss man sagen. Aber wie geht denn dieses Lied von Caillou nochmal mit?
Ich bin schon groß und wir kommen doch und spielen mit. Genau. Mir. Ich lade dich ein. Ich Rock bin Talks, Karl. Dein Einsatz. Genau. Welches so. Feld wollen wir als nächstes ernten? Das kenne ich eigentlich nur aus dem Grund, weil ich da... wir haben kein Feld. Wir können noch, es können schon welche ansehen auf Feld 21, weil das haben wir jetzt, also zumindest außenrum haben wir schon ziemlich gut gegrubbert hier. Wir können jetzt natürlich spulen, dann können wir 5, 6 und 9 ernten. 6, 9 und 9... Ach ja, 5, 6, 9. Ja, die werden alle ziemlich unterschiedlich fertig, das ist das Problem jetzt. Die 5, 6 und 9 ist eine Stufe. 14 und 16 können angesät werden, bitte wieder. Obwohl, dann sollten wir, wenn, erst spulen. Erst spulen und dann... Ja, genau. Ja, wer geerntet wird, kann andere Truppe schon ansehen. Ja, genau. Tut mir leid, dass du mehr oder weniger die Arbeit hier alleine machst, aber ich muss mit der Truppe erstmal klarkommen. Ist doch kein Ding. Wir haben GPS-Mod drin. Ja, Gerste etc. Wir brauchen dann erstmal wieder Stroh. Wir brauchen Stroh, okay? Ja. Na, dann machen wir ein paar Ablagen. Das ist doch kein Problem. So. Kriegen wir hin. Obwohl, wir haben doch da noch jede Menge Stroh neben dem Dingens liegen da. Körnermais. Wir haben die Rundballen, da bräuchten wir erst wieder einen Frontlader dazu. Körnermais hast du hier letztens für den Drescher verkauft, oder? Wir haben auch Körnermais raus. Körnermais ist raus. Also ich haben welche Feld möchtest du zuerst, Tino? 9. Wollen wir es mit klein machen, oder? Wollen wir auch machen. Ist nur gleich. Also ich habe so viel Stroh im Kopf, aber ich kann es euch leider nicht auf dem Bildschirm machen. Randy, aber es müsste doch neben dem Güllefass liegt doch jede Menge Stroh eigentlich. Die liegen drinne, ja. Ja. Gut. Ja, Physik vor die drin. Hat ja ein gewisser Herr Doktor mal reingeschmissen. Ich bin der Meinung, der Herr Rock hat das zuerst getan. Ja, genau. Hat das ja nur nachgemacht. Oh, Kollision. Da muss man sagen, da habe ich den Server aber auch geschrottet und damit war das dann nicht mehr drin. Ja, genau. Stimmt, dann hat's der Serverkiller, ja. Wir sind bei 17 und ein paar zerquetschte. Okay. Ja, dann guten. Ja, dann danke fürs Zuschauen und tschüss. Ciao. Ciao.